Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Sabidu Handarbeitspodcast. Ich bin die Sabina und wie immer zeige ich euch hier, was ich in den letzten Wochen so gehandarbeitet habe. Ich habe heute Gestricktes für euch und dann zeige ich euch am Ende des Videos, wie ich den Dresden Plaid nähe. Es war relativ aufwendig, das alles zu filmen und zusammenzuschneiden. Also das heißt, das Zusammenschneiden, das habe ich jetzt noch vor mir. Aber ich habe alle einzelnen Sequenzen gefilmt und ich hoffe, dass das dann was wird. Ja, also, dann fange ich zuerst mal an mit diesen Sachen, die fertig geworden sind. Also fertig gestrickt. Wie ihr seht, da hinter mir habe ich tatsächlich, wie im letzten Video auch angekündigt, den Harley Pullover fertig gestrickt. Und zwar ist das das Muster, also die Anleitung heißt eben Harley Pullover von Jenny Williams. Und man findet die Anleitung über Ravelry, aber man wird dann weitergeleitet auch zu Knitpicks und darüber kann man die Anleitung kaufen. Wie ich weiß, von einigen von euch ist es nicht so einfach, die auch zu bezahlen. Bei mir war das auch so, das hat irgendwie nicht so richtig gut funktioniert, aber ich habe es dann irgendwie geschafft. Ich weiß, das ist aber schon länger her und ich weiß nicht mehr, was ich dann gemacht habe, dass es funktioniert hat. Da kann ich euch leider nicht mehr weiterhelfen. Aber irgendwie werdet ihr es schon, falls ihr den stricken möchtet, werdet ihr schon zu der Anleitung kommen. Den Pulli habe ich gestrickt aus der Merino 120 von Langyarns. Und zwar die Farbe 05 ist das, so ein dunkles Grau, ich glaube, es ist irgendwie Anthrazit meliert, heißt die Farbe. Und so schaut der Pulli aus, der fertige. Hier in den Raglan-Schrägen sind Zöpfe eingestrickt, die laufen dann hier runter. Man sieht, glaube ich, gar nicht wirklich viel vom Muster, weil der so dunkel ist. Auf jeden Fall laufen die Zöpfe hier weiter runter auf beiden Seiten und unten ist dann der Saum geteilt. Das Bündchen quasi ist auch mit Zopfmuster gestrickt. Dann hat man hier auf den Ärmeln einen Zopf, der so runter verläuft. So seht ihr das. Das Bündchen an den Armen ist auch gezopft. Und oben hat man so ein, naja, Kragen. Auch mit Zopfmustern. Hier ein Tunneldurchzug gestrickt quasi und dann auf der Innenseite angenäht. Und ich habe jetzt hier eine fertige Kordel eingezogen. Im Muster würde man eigentlich ein Eikord noch stricken und dann den einziehen. Aber ich hatte jetzt irgendwie keine Lust mehr darauf, den zu stricken und ich wollte den Pulli endlich fertig haben. Und darum habe ich jetzt eine fertige Kordel eingezogen, die ich einfach noch zu Hause hatte. Und ich finde, das sieht genauso toll aus. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt in meinen vorherigen Videos, hatte ich hier unten ein Problem mit dem Saum, nämlich dass der sich so stark gerüscht hat. Und was ich jetzt gemacht habe, ich habe, als ich den gestrickt habe, habe ich, wie ich es meistens mache, weil ja normalerweise die Säume eher dehnbar sein sollten, habe ich das auch so gemacht. Und zwar habe ich mit einer größeren Nadelstärke, also eine Nummer größer, halbe Nummer wahrscheinlich, weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie ich es gemacht habe, einfach eine dickere Nadel genommen und das abgekettet damit und extra locker abgekettet.
Und das gab dann eben mit diesem Zopfmuster unten so eine richtig wellige Rüschenkante. Und das sah einfach so doof aus. Könnt ihr gerne im letzten Video nachschauen, wenn ihr das sehen wollt, wie es ausgesehen hat. Und ich habe mir dann so überlegt, für dieses Muster ist es wahrscheinlich nicht so ideal, wenn man so locker abkettet. Dann, da ja dieser geteilte Saum, der Pulli diesen geteilten Saum hat, ist es ja auch nicht unbedingt nötig, dass der so, dass der unten so locker ist. Der ist ja eigentlich sowieso schon locker, eben wegen diesem geteilten Saum hier. Also habe ich das nochmals aufgemacht. Die Abkettkante habe ich nochmals aufgemacht und die letzte gestrickte Reihe auch. Denn ich glaube, ich habe sogar die letzte Reihe mit einer größeren Nadelstärke gestrickt und dann eben mit der größeren Nadelstärke abgekettet. Bei einem normalen Bündchen, so rechts-links Bündchen, funktioniert das auch gut, dass es eben schön dehnbar bleibt, aber eben hier war das überhaupt nicht das Richtige. Das habe ich dann eben neu gemacht und dann hat es schon ganz anders ausgeschaut. Und dann nach dem Waschen und einfach hinlegen, ich habe es nicht mal gespannt, ist die Rüschenkante weg. Ja, ein bisschen sieht es hier noch so gewellt aus, aber wenn ich das trage, dann ist das also nicht so. Ja, somit ist dieser Pulli endlich fertig geworden. Und ja, ich kann ein UFO quasi, ja, ein richtiges UFO war es ja nicht, aber ich habe jetzt doch relativ lange nicht mehr daran weiter gestrickt gehabt und ja, genau, kann ich das abhaken. Dann habe ich noch was fertig und zwar sind das diese Socken. Das heißt, eine Socke muss ich noch vernähen. Aber beide sind fertig gestrickt. Das sind die großen Socken in Größe 48. Da habe ich euch das letzte Mal schon einiges dazu erzählt. Das mache ich jetzt nicht nochmals. Ich habe die gestrickt mit auch mit Langwolle. Jawohl, Color. So sieht die Banderole aus. Das ist die Farbe 245. Genau, Farbnummer 245. Und das ist jetzt auch schon das erste fertig gewordene Weihnachtsgeschenk. Die sind also auch fertig. Und ich habe nochmals ein fertiges Projekt, nämlich das Dreieckstuch. Das kann ich euch aber jetzt hier so nicht mehr zeigen, weil ich es nämlich schon verschenkt habe. Es ist sehr gut angekommen. Ich habe das ja für meine Schwiegermutter gestrickt und sie hat sich riesig darüber gefreut. Und ich habe auch so eine lustige und liebe WhatsApp gekriegt von meinem Schwiegervater. Der hat da irgendwie sowas geschrieben wie, sie bekommt bewundernde und neidische Blicke. Wenn sie mit dem Tuch da zum Essen geht und so weiter und die anderen Leute das eben sehen. Ja, da habe ich mich natürlich auch sehr darüber gefreut. Ja, ich habe dazu ein kleines Video gemacht, wo ich euch das fertige Tuch zeige und das werde ich jetzt an dieser Stelle hier einblenden. So, jetzt zeige ich euch das fertige Tuch, das ich für meine Schwiegermutter gestrickt habe. Das sieht so aus, ist ein Dreieckstuch und sieht im Ganzen so aus. Ups. Ich kann es fast nicht genug hochhalten und ich sehe dadurch diese kleinen Löcher hindurch, was ihr jetzt seht. So auf der Seite. Die Farben sind wechseln da ein bisschen. Eher so. Ich muss mal schauen, ob es von nahem besser ist mit den Farben.
Ja, so ungefähr sind die Farben. Es ist eher so ein warmes Violett, das da am Schluss. Es wechselt ständig. Ich habe hier unten, also den Rest habt ihr ja schon gesehen, das ist alles nur, sind alles nur rechte Maschen, kraus rechts. Hier abwechslungsweise die beiden verschiedenen Farben. Hier auch alles kraus rechts. Dann habe ich hier diese beiden Farben auch kraus rechts abgewechselt. Und unten, der untere Teil, ist dann eben im Kaffeebohnenmuster gestrickt. Das sind diese kleinen zopfartigen Musterstreifen und zwischendurch einfach link, also glatt links eigentlich. Vorne halt linke Maschen und auf der Rückseite rechte Maschen. Es ist ein normales Dreieckstuch von der Form her. Ich habe immer in der Mitte rechts und links von der Mittelmasche, also ich habe zwei Mittelmaschen gemacht, habe ich Zunahmen gemacht und immer da am Rand seitlich habe ich auch Zunahmen gemacht auf beiden Seiten. In jeder zweiten Reihe. Die Rückreihe immer ohne Zunahmen. Dann ergibt sich diese normale, ganz normale Dreiecksform. Die Wolle, die ich dafür benutzt habe, ist von Madeline Tosh. Ich habe leider nur noch eine Banderole und zwar von dem Violetten. Die anderen, ich habe extra nochmals gesucht, die anderen habe ich tatsächlich irgendwie nicht aufbehalten, warum auch immer. Das ist die Tosh Merino Light von Madeline Tosh. Die Farbe von dem Violett heißt Medieval. Habe ich mich schlau gemacht, das heißt mittelalterlich oder Mittelalter. Und das ist 100% Merino Superwash und hat eine Lauflänge von 384 Meter auf 100 Gramm. Ich habe es mit einer 3,5er Nadel verstrickt. Dann eben das Tuch ist gewaschen und nicht gespannt, einfach nur so hingelegt zum Trocknen. Und es ist wirklich, ja, es gefällt mir sehr gut. Ich denke, es hat eine gute Größe, um sich das so um die Schultern zu legen. So irgendwie, so trage ich die Dreieckstücher am liebsten oder halt einfach ein so. Und ja, das gibt dann halt schön warm. Aber das ist ja jetzt nicht für mich und ich trage die natürlich zu Hause so. Ich gehe jetzt nicht unbedingt so auf die Straße. Aber zu Hause finde ich das richtig schön angenehm und es gibt schön warm und so. Ja, ich liebe solche Tücher. Und dafür, wo ich die Tücher brauche, finde ich eben diese normale Dreieckstuchform am besten. Ja, jetzt kann ich dann das verschenken und ich bin gespannt, wie es dann ankommt. So, jetzt geht's wieder mit dem normalen Video weiter. Weil ich ja einen fertigen Pulli habe, habe ich mir gedacht, so jetzt kann ich auch mit gutem Gewissen einen neuen Pulli anschlagen. Ich habe euch im letzten Video schon diese Wolle gezeigt, hier von Woolly Rabbit Design. Die habe ich jetzt angestrickt. Und zwar ist es ganz was anderes geworden, als ich mir eigentlich zuerst so überlegt habe, wovon ich euch im letzten Video erzählt habe. Und zwar, ja, das ist eigentlich öfter so, denke ich, wenn man dann eine Maschenprobe macht und sich genau überlegt, was man aus einer bestimmten Wolle stricken könnte. Und ja, dann habe ich einfach gemerkt, was ich mir zuerst überlegt habe, das passte irgendwie nicht. Und ja, es ist jetzt nochmals ein
Petit Jardin geworden. Also ja, habe ich nochmals angefangen. Wenn ihr mir schon länger folgt, dann kennt ihr dieses Muster. Das habe ich im Sommer schon gestrickt aus so einer lilafarbenen Wolle. Und da aber in Kurzarmversion, also so ungefähr bis knapp ober den e oben, oberhalb des Ellbogens. Und diesmal stricke ich jetzt aber dann lange Arme, dass es eben ein Pulli wird, den ich im Winter anziehen kann. Und ja, ich habe richtig Freude daran. Es gefällt mir echt gut, wie sich die Wolle mustert. Dann eben das Muster, das Ganze, das man hier oben einstrickt, das finde ich halt auch, macht Spaß zum Stricken. Es braucht ein bisschen Zeit, aber es sieht halt dann auch toll aus angezogen. Und der Rest des Pullis ist dann einfach alles in glatt rechts. Im Muster ist unten nochmals quasi diese letzte Reihe strickt man nochmals. Das schaue ich dann, ob ich das mache oder nicht. Weiß ich jetzt noch nicht genau. Dann müsste ich es ja, finde ich, bei langen Armen vielleicht an den Ärmeln auch machen. Aber das sehe ich dann, wenn ich so weit komme. Das Muster. Heißt eben Petit Jardin. Ah ja. Und ist von N. B. Hansen. Ich verlinke euch das natürlich wie alles andere auch, was ich euch heute zeige, wieder in meinem Blog. Und diesen Blogbeitrag werde ich unter dem Video verlinken. Wollte ich dazu noch was sagen? Ich stricke den mit Nadel 3,5. Genau den hier, das habe ich vergessen zu sagen, habe ich mit Nadel 4 gestrickt. Socken stricke ich eigentlich immer mit 2,75 oder 3, so ungefähr. Ja, ich glaube, das war schon alles dazu. Jetzt geht es halt nur noch mit rechten Maschen weiter, aber das finde ich auch ganz schön. Stricke ich eigentlich auch sehr gerne. Hier, ah ja, ich wechsle die Knäuel ab. Die sehen so total unterschiedlich aus. Das ist aber so, dass quasi die eine Seite vom Strang ist eher so in diesen dunkleren Farben und die andere Seite ist eher in diesen helleren Farben. Und aus diesem Grund wechsle ich die auch ab und ich habe sie mir quasi umgekehrt gewickelt, sodass ich die von innen, ich stricke die am liebsten von innen heraus und dann kann ich beide von innen heraus abstricken und habe einmal das dunklere Innen und einmal das hellere Innen. Und so verstrickt sieht man dann eigentlich gar keinen Unterschied mehr, sondern ist es halt überall mehr oder weniger gleich gemustert. Das finde ich toll. Und ich stricke jetzt hier, wo ich mit dem Muster fertig bin, stricke ich mit der Helix-Methode, wo man eben dann keinen runden Übergang sieht. Dazu gibt es diverse Videos auf YouTube, wie man das macht. So, mein neues, schönes Projekt. Ich habe ja noch den Mariechen-Cardigan und da habe ich auch ein bisschen weiter gestrickt, aber den habe ich jetzt heute nicht mitgebracht, weil das sind wirklich nur ein paar Reihen und da finde ich, das lohnt sich eigentlich gar nicht zum Zeigen. Dann habe ich nochmals etwas Neues angestrickt, denn es geht ja eben auf Weihnachten zu. Und ich brauche noch ein paar Weihnachtsgeschenke. Und zwar habe ich solche dicken, kurzen Socken gestrickt. Die möchte ich für mich unbedingt auch noch stricken. Denn ich finde die eben, also jetzt nicht zum irgendwie in Schuhe tragen. Ich denke, dafür sind sie zu dick. Aber zu Hause
auf dem Sofa oder man könnte die auch quasi als Hausschuhe tragen. Allerdings muss man natürlich aufpassen, dass man nicht rutscht damit. Oder für was ich sie dann wahrscheinlich verwende, für zum Schlafen. Denn ich habe manchmal so kalte Füße abends und dann kann man so schlecht einschlafen, finde ich. Also ich auf jeden Fall. Und wenn ich dann so solche Socken habe, weil die normalen Socken, die sind mir dann fast ein bisschen zu eng und so. Und ich möchte die dann irgendwann in der Nacht so abstreifen. Und das geht, glaube ich, mit diesen dann besser, weil die halt kürzer sind und es muss ja auch nur für die Füße sein. Diese hier sind jetzt aber zum Verschenken. Soweit bin ich beim zweiten Socken. Braucht also nicht mehr viel. Außerdem geht das super schnell. Ich stricke die mit Nadel Nummer 4 und drei verschiedenen Sockenwollen zusammen. Die Idee davon, die habe ich von Doug. Sie hat das mal in einem Video, noch nicht allzu lange her, hat sie das mal in einem Video gezeigt, wie sie diese Socken strickt, auch gesagt, wie viele Maschen und so weiter sie anschlägt. Und ich habe das eigentlich genau nach ihrer Anleitung gemacht, wie sie das erzählt hat. Die Länge habe ich dann natürlich mir selber angepasst und ich musste also die Länge quasi bis zum Beginn der Abnahmen musste ich einiges länger machen, als ich das normalerweise bei Socken tue. Ich habe die Spitze schon angestrickt und habe ich gemerkt, die sind viel zu kurz geworden. Ja, weil die Spitze, die braucht natürlich dann, weil man ja viel weniger Maschen hat, einfach weniger, wird halt dann quasi kürzer, trotz der dickeren und größeren Maschen. Aber man muss sich das halt ein bisschen ausprobieren, aber es geht ja schnell und dann ja, ist es auch nicht so schlimm, wenn man wieder mal was auftrennen muss. Die Wolle, die ich da verstricke, das ist zweimal die Super Socks, auch von Lang. Nature 4-Ply. Also das ist eben eine 100% Wolle. Muss ich gerade schauen. Also die hat kein, genau, 100% Schurwolle, hat kein Polyamid drin. Aber man kann sie trotzdem waschen. Sogar eigentlich bei 40 Grad, obwohl ich das jetzt nicht machen würde. Ich wasche die Wollsocken immer bei 30 Grad und ich wasche sie nicht im Wollwaschgang. Und das funktioniert eigentlich immer gut. Aber in einem Wäschenetz drin. Also so schaut die Banderole aus. Da habe ich eben zwei von diesen. Das sind diese beiden hier. So ein hellgrau und beige und dann das Weiße ist eine Wollbutt Sockenwolle. Ja, ich bin dann gespannt, wie viel ich brauche für ein Paar, weil ich habe jetzt extra neue Stränge genommen, weil ich eben abmessen, also gut, hätte man sonst auch wiegen können bei den fertigen Socken, aber ja, ich wollte dann schauen, weil ich finde, das wäre ein perfektes Projekt für Reste, aber die müssen ja dann eben reichen für ein ganzes Paar Socken. Und natürlich sind die sicher auch sehr schön in ganz bunt, aber ich habe mir jetzt gedacht, ich glaube, diese kommen besser so an bei der Empfängerin, sagen wir so. Ja, ich glaube, das war alles Gestrickte, was ich euch zeigen kann. Übrigens trage ich heute meinen Raglano. Schreibe ich euch auch hin. Den habe ich irgendwann früher mal euch vorgestellt, als ich den gestrickt habe. Aber ich schreibe euch das auch ins Video, unter das Video, in den Blogbeitrag. So, dann komme ich jetzt zum Nähen und zwar zum Thema Dresden Plaid.
Ganz viele von euch haben mir geschrieben, oh ja, mach doch das, zeig doch das, wie du das nähst und so. Oh, und ich habe dann echt, also es war so viel Arbeit, das alles zu filmen und zu überlegen und so weiter. Und irgendwie die ganze Vorbereitung darauf und so. Ich bin mir eigentlich vorgekommen wie früher in der Schule, als ich so Referate vorbereiten musste. So ähnlich ist mir jetzt das vorgekommen. Und das alles freiwillig. Ja, aber es hat auch Spaß gemacht, aber es war doch recht aufwendig. Bevor ich euch das Video anhänge, wo ich euch mitnehme beim Nähen, möchte ich euch noch ein paar Sachen zum Dresden Plate erzählen. Weil das Lustige war nämlich, die meisten von euch haben quasi Plate geschrieben anstatt Plate. Also Plate wie eine Decke und es ist aber ein Plate, eigentlich ein Teller. Der heißt auf Deutsch, heißt das Muster auch Dresdner Teller. Ich habe mir ja selber gar noch nie Gedanken darüber gemacht, warum der so heißt, ja. Aber jetzt, ja, habe ich gedacht, das sollte ich hier vielleicht doch dann euch erzählen. Ich habe aus diversen Quellen mir was zusammengesucht und es gibt gar nicht so viel darüber im Internet, warum jetzt der wirklich Dresden Plate heißt. Ist ja ein bisschen merkwürdig eigentlich, weil Dresden ja eben eine Stadt in Deutschland ist und das Muster, der Name und alles kommt aber aus Amerika. Also ich habe mir das jetzt so aufgeschrieben und ich lese euch das einfach vor, weil ich das nicht auswendig lernen wollte. Der Dresden Plate war in den 1920er und 30er Jahren eines der beliebtesten Quiltmuster. Er wurde früher auch als Aster, Dahlia oder Sonnenblume bezeichnet, was seine blütenähnliche Form eigentlich besser beschreibt. Der Dresden Plate, also Dresdner Teller, wurde von der Romantik der viktorianischen Ära mit ihrer Liebe zu aufwendigen Mustern auf Haushalts- und Dekorationsgegenständen inspiriert. Die Stadt Dresden war ein Zentrum der romantischen Kunstbewegung des 19. Jahrhunderts, die die feine Bemalung von Porzellan umfasste. Die mit Blumen, Früchten und Blättern bemalten Porzellanteller waren Vorbild für den genähten Quiltblock, was ihm auch diesen Namen verlieh. Die Blütenblätter können spitz zulaufen, rund sein oder in einem äußeren Kreis enden. Es ist also wirklich so, dass der Dresden Plate seinen Namen von der Stadt Dresden hat, also da mit der Stadt Dresden wirklich was zu tun hat. Ja, also ich habe hier ein paar Beispiele. Zum Beispiel das hier. Das ist ein Buch, das ich schon länger habe. Hier seht ihr den Dresden Plate mit runden Blütenblättern. Diesen hier näht man aber anders als den ich euch jetzt nachher zeige. Diesen hier muss man quasi mit Papierschablonen nähen, wo man dann den von Hand innen quasi heftet oder klebt. Man könnte ihn auch kleben und anschließend näht man dann die Teile von Hand zusammen. Diese Methode nennt man English Paper Piecing, ist genau die gleiche Art, wie man zum Beispiel die kleinen Hexis näht. Da näht man auch alles von Hand und näht die von Hand zusammen. So ein angefangenes Hexi-Projekt, das habe ich auch schon länger, das liegt schon lange. Vielleicht zeige ich euch das auch mal, falls ich mich dann entschließe, da mal wieder weiter zu nähen. Das hier ist ein Dresdner Teller mit ganz vielen verschiedenen Stoffen und eben spitz zulaufenden Enden, so wie ich den nähe. Das ist aus einem ganz alten Buch,
Ich denke nicht, dass es das noch gibt. Das ist ein altes Buch von meiner Oma. Wie ebenso dieses hier. Das ist auch, ja, ups, fällt eben schon auseinander. Keine Ahnung, wie alt das ist. Aber das sind so, ich habe einige Patchwork-Bücher von meiner Oma, die eben, ja, die es natürlich jetzt nicht mehr gibt. Hier seht ihr auf dem kleinen Bild da unten, es ist zwar nur ein Viertel eines Dresden Plates, aber ihr seht, der Rand ist quasi wie ein Kreis, endet der. Und ich habe noch nie einen solchen genäht, damit aber man oben diese Bögen hinkommt, die sind ja natürlich auch abgerundet, denke ich auch, dass man den eher in der English Paper Piecing Methode näht. Hier auf dem großen Bild seht ihr auch noch eine Variante eines Dresden Plates. Da ist jetzt in der Mitte eine Hexi-Blüte, quasi eine Blüte aus Hexagons aufgenäht, anstatt ein Kreis. Aber der rundherum, der große da, das ist auch ein Dresden Plate. Das meiste, was ich über das Nähen des Dresden Plates und auch vieler anderer Quiltblöcke weiß, das habe ich in einem Quilt-Along, der vor, ich glaube, 2017 war das, stattgefunden hat. Das waren sechs verschiedene Frauen, die alle einen Blog haben und die dann innerhalb einer Facebook-Gruppe haben sie diesen Quilt-Along veranstaltet. Jeden Monat nähte man einen neuen Block und all diese Quiltblöcke, die sind auf den Blogs der verschiedenen sechs Frauen quasi. Die Anleitung dazu haben sie auf ihren Blogs kostenlos veröffentlicht. Und diesen Beitrag zum Dresden Plate, der war von Andrea von der Quilt-Manufaktur. Den verlinke ich euch auch in meinem Blog. Dann, wenn ihr so quasi einen Dresden Plate selber nähen wollt, dann könnt ihr da auch nochmal nachschauen, wie sie das gemacht hat, die ganze Anleitung. Und ihr habt dann quasi auch die Angaben, die Schablone dazu, die man ja benötigt für dieses Teil. Ich habe für mich eine Schablone damals bei Ihnen gekauft, also die ganze Aktion, die hat geheißen 6 Köpfe, 12 Blöcke. Das sieht man auch hier, das ist ihr Logo, war das. Sie haben nicht nur, ich glaube, sie haben 3 Jahre lang solche Quilt-Alongs veranstaltet. Ich habe nur den ersten wirklich mitgenäht und fertig genäht. Das zweite Jahr habe ich, weiß ich nicht mehr, ob es das zweite oder dritte war, eher das zweite. Nein, stimmt nicht. Ich habe beide anderen angefangen, habe sie aber nicht fertig genäht. Ich habe es nur mehr oder weniger nur begonnen, vielleicht 2, 3 Monate oder so habe ich mitgenäht. Also ich habe auch beim Nähen solche UFOs. Aber ich weiß, ich werde die nicht, die werde ich nicht fertig nähen, bin ich ziemlich sicher. Vielleicht mache ich irgendwas anderes mit den angefangenen Blöcken. Eben dieser Ruler vereinfacht das Nähen eines solchen Dresdner Tellers wirklich stark. Man könnte sich natürlich auch die Form ausdrucken und dann auf Karton übertragen oder so und ausschneiden. Aber das Problem ist, denn auf dem Karton kann man nicht mit dem Rollschneider wirklich dem nachschneiden. Und wenn man das aufzeichnet und nachher ausschneidet, ich denke, das wird halt relativ ungenau. Da kann man direkt, seht ihr dann auch im Video, mit dem Rollschneider entlang schneiden. Und gerade bei diesem Quiltmuster, eigentlich bei den meisten Quiltmustern ist das so, ist es halt wichtig, dass man so genau wie möglich arbeitet, denn ansonsten hat man am Schluss quasi, wenn die Blüte quasi zusammengenäht ist, hat man dann halt. Und aus diesem Grund
würde ich euch empfehlen, falls ihr so einen nähen möchtet, dass ihr euch eine Schablone dazu kauft. Diese Schablone gibt es nicht mehr, glaube ich. Ich habe das nicht mehr gefunden. Also das haben sie ja nur in ihren eigenen Shops verkauft. Aber es gibt viele andere solche Schablonen für Dresden Plates. Müsst ihr einfach googeln nach Dresden Plate Ruler oder so. Oder Schablone vielleicht auch. Diese Schablone hier ist für 16 Blades, also 16 Blütenblätter oder so, wie man dem sagen will. Es gibt auch andere Schablonen mit einem anderen Winkel, die dann für vielleicht 12 oder 8, weiß gar nicht genau, was alles gibt. Es gibt einfach verschiedene solche Ruler. Aber wenn ihr die so einen kauft, dann steht das sicher dabei, für wie viele Teile der gemacht ist. Die Größe, man kann hier verschieden große quasi Dresden-Teller nähen, je nachdem, wie groß man halt dann die zuschneidet. Ihr seht das dann, wo ich das zugeschnitten habe. Die Stoffe, meine Stoffe, die ich verwendet habe, habe ich mir jetzt nicht irgendwo so einen hingelegt. Also meine Stoffe, ihr seht es ja dann nachher, die sind die meisten Stoffe aus einer Kollektion quasi. Ich habe noch einige andere Stoffe dazugenommen, die ich einfach zu Hause habe. Wenn ihr jetzt aber keine Auswahl von so vielen zusammenpassenden Stoffen habt, dann empfehle ich euch also die Patchwork-Stoffe, die gibt es in verschiedenen Pre-Cuts, also vorgeschnittenen Größen, die man ebenso fürs Quilten halt wirklich gut brauchen kann. Dann hat man von jedem Stoff ein Stück. Es gibt verschiedene, zum Beispiel Fat Quarter, das sind die größten eigentlich Stoffstücke. Die sind, ich habe es mir eigentlich aufgeschrieben, die Fat Quarter sind circa 45 x 55 cm groß. Dann die Fat Eights, ich glaube, diese habe ich mir gekauft von diesen Stoffen. Die sind 23 x 55 cm ungefähr, das ist immer ungefähr. Es kommt halt auf die Stoffbreite des jeweiligen Stoffes an. Die sind meistens 1,10, 1,15 breit, die amerikanischen Patchwork-Stoffe. Die haben auch immer eine wirklich gute Qualität, im Gegensatz zu vielen anderen normalen Baumwollstoffen. Dann gibt es Layer Cake, das sind so Quadrate von ungefähr 25 x 25 cm und es gibt Charm Packs, die sind dann wirklich recht klein, circa 12 x 12 cm. Es gibt auch noch Jelly Rolls, das sind so große Rollen mit ganz vielen verschiedenen Stoffen drin. Jeder Stoff hat dann eine Breite, eben die ganze Stoffbreite vom Stoff ist das, so circa 1,10, 1,15 eben. Und die Breite ist ungefähr 6,5 cm. Ich hoffe, dass ihr das nicht hört. Da draußen ist so ein Krach, da sind sie irgendwie am Bäume schneiden oder irgendwas. Aber ich kann es jetzt nicht ändern. Nachher habe ich keine Zeit mehr heute und ich muss jetzt das alles aufnehmen. Also, das zu den Stoffen. Meine Stoffe, ich schreibe es aber auch im Video hin, die meisten habe ich von Bonnie and Camille, heißen die Stoffe, und Thimble Blossoms ist quasi die Firma davon. Jetzt wird es echt immer lauter. Oh, oh je. Moment mal. So, es geht, glaube ich, wieder. Es war einer, der macht Straße entlang die Ränder, das macht er mit einem Trimmer, und so ein Krach, er war dann direkt vor meinem Fenster. Oh, okay, jetzt ist er ein bisschen weiter unten, ich denke, es geht jetzt wieder. Ich habe für meine Nähmaschine einen Patchwork-Fuß. Man muss das nicht unbedingt haben. Da sind eben die Viertel-Inch und so weiter Einteilungen
sind da quasi markiert und man hat ein kleines Teil dazu, das seht ihr dann auf, im Video, auf einem Foto habe ich noch gemacht, wo man dann den Stoff genau dieser Kante entlang führen kann. Man kann das auch mit einem ganz normalen Nähfuß nähen. Ich habe am Anfang habe ich kein solches Füßchen gehabt. Auch bei meiner neuen Nähmaschine habe ich eben dann drauf geachtet. Das ist eine Quilters Edition, also ich habe die jetzt auch schon drei Jahre wahrscheinlich. Und da war das Patchwork-Füßchen gleich dabei. Aber das kriegt man, also ich nehme an, zu den meisten Nähmaschinen kann man das dazu kaufen, wenn es nicht gerade so eine billige Aldi-Maschine oder so ist. Aber halt ja, die üblichen Nähmaschinenmarken, die man in einem Fachgeschäft kaufen kann, die haben das wahrscheinlich alle. Man kann sich dann, wenn man keinen Patchwork-Fuß hat, kann man sich die Nahtzugabe 0,6, also 6 mm abmessen und man kann sich dann eine Markierung auf die Nähmaschine, zum Beispiel mit einem Masking-Tape oder so, einfach ein Klebeband, das man wieder gut entfernen kann, kann man sich das abkleben. Und vielleicht hat man auch auf der Stichplatte eine Markierung oder so. Einfach mal schauen. Es sind also 0, also ein Viertel Inch ist circa 0,6 Zentimeter, aber ganz genau ist es eben nicht. Also ja. Aber ich weiß, ich habe am Anfang auch so genäht, bevor ich für mich entschieden habe, dass es sich lohnt, so ein Füßchen zu kaufen. Ja, aus einem fertig genähten Dresden Plate, was man damit überhaupt so machen kann, eben ich nähe eine ganze Decke mit solchen. Man könnte natürlich auch ein Kissen nähen, das habe ich auch schon gemacht, habe ich euch, glaube ich, im letzten Video kurz gezeigt, das Kissen. Oder eben so ein Mini-Quilt, das, die Anleitung von diesem hier, die kann ich euch auch verlinken. Das ist ein kostenloses Muster ebenfalls, das man im Internet findet. Oder man könnte es zum Beispiel auf eine Tasche aufnähen, wie hier auf diesem Buch. Genau. Das war jetzt alles, was ich euch erzählen wollte, bevor es ans Nähen geht. Dann wünsche ich euch jetzt viel Vergnügen mit dem Nähteil und ich sage jetzt schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Als erstes bügle ich den Stoff, den ich mir zuschneiden möchte. Das ist ganz wichtig beim Patchwork, dass man immer alles schön bügelt vor dem Nähen und während des Nähens. Ich lege mir dann den auf eine Schneidematte und habe mir jetzt hier ein Patchwork-Lineal mit einer Inch-Einteilung darauf gelegt. Das Praktische daran ist, das ist von der Breite her genug breit, dass man quasi die halbe Stoffbreite damit in einem Zug durchschneiden kann. Das Lineal hat eine Länge von 24 Inch und ist 6 Inch breit. Also im Patchwork ist es so, da arbeitet man einfach mit Inch. Man könnte das theoretisch alles umrechnen in Zentimeter, aber das wird dann nicht genau. Und alle Patchwork, Lineale und so weiter, die funktionieren alle mit Inch. Also ich lege mir das schön hin und schneide mir zuerst einmal die eine Seite gerade. Mit dem Rollschneider. Jetzt messe ich hier 5 Inch ab, denn meine einzelnen Blades, die ich brauche, die sind von der Länge her 5 Inch lang. Das ist jetzt einfach so, bei dieser Größe
vom Dresden Plate, den ich jetzt mache, brauche ich die Länge quasi 5 Inch. Ich schneide mir hier jetzt einen Streifen zu. Das ist die Stofflage ist doppelt, auf dem ich dann nachher die einzelnen Plates zuschneiden kann. So, ich habe jetzt also hier einen doppelten Stoffstreifen in der Breite von 5 Inch. Aber ich mache sie so, dass ich sie bei 6 Inch quasi auflege und unten dann bei 1 Inch. Das sieht so aus. So, dann schneide ich das auf beiden Seiten. Da ist es praktisch, wenn man den Tisch so stehen hat, dass man da rundherum gehen kann. Dann schaut das so aus. Sind jetzt zwei quasi. Da ich ja den Stoff gebügelt habe, hält der auch relativ gut zusammen, dass man gut zwei Lagen miteinander schneiden kann. Jetzt drehe ich mir die Schablone um und lege sie da an dieser Kante an. Und unten 1 Inch, oben 6, das ergibt eben die 5. Und schneide den nächsten zu. Dann drehe ich ihn wieder um. Entschuldigung. Und so habe ich eben eigentlich gar keinen Verschnitt, sondern ich kann einfach alles benutzen. Und so weiter, bis ich den ganzen Streifen zugeschnitten habe. Das heißt, ich mache jetzt das so, weil ich ja für den ganzen Quilt diverse solche Plates brauche. Schneide ich mir einfach immer einen ganzen Streifen und dann habe ich so schon zugeschnittene, aus denen ich dann die verschiedenen Plates zusammenstellen kann. Normal, wenn man jetzt halt nur einen macht, dann muss man natürlich nur so viel zuschneiden, wie man dann wirklich braucht und halt einfach auch nur so viel Stoff als Streifen schneiden, wie man wirklich braucht. Hier habe ich also meine zugeschnittenen Plates, die ich jetzt hier an der oberen Kante falte und dann hier zusammennähe. Und zwar nähe ich eines nach dem anderen und ich mache immer ein paar Stiche zwischendurch. So 3-4 Stiche, dann lege ich das nächste hin und nähe gleich weiter. Dem sagt man Kette nähen und das geht einfach schneller, als wenn man jedes Mal den Faden abschneiden würde, wieder neu beginnen und wieder neu mit dem Nähen beginnen würde. Ich habe hier einen Patchwork-Fuß an meiner Nähmaschine. Ich habe die Stichlänge auf 2 mm eingestellt. Das ist relativ kurz, aber beim Patchwork macht man eher kleine Stiche, denn man verriegelt nicht. Also man näht einfach durch und weiter, ohne hin und zurück zu nähen. Darum nimmt man eher eine kleine Stichlänge. Dann lege ich das da an dieses Teil und nähe das durch und eben ein paar Stiche mehr. Dann nehme ich das nächste Blade, falte es so genau wie möglich zusammen. Und nähe durch und so weiter und so fort geht jetzt das, bis ich alle 16 Stück zusammengenäht habe.
Und dabei entsteht dann so eine Kette. Darum sagt man dem auch Kette nähen, wie eine Wimpelkette sozusagen. Mit dieser Kette gehe ich dann jetzt zum Bügelbrett und zeige euch dann da, wie es weitergeht. Hier habe ich jetzt also meine Kette, die ich jetzt auseinanderschneide. Aus diesem Grund spielt es auch überhaupt keine Rolle, in welcher Reihenfolge man diese Blades zusammen näht. Ich schneide die also alle auseinander. Muss ja jetzt nicht alle machen. Dann nehme ich mir die und schneide hier diese Ecke schräg zurück. Denn das muss ich nachher umfalten und damit die Spitze oben dann schön wird, muss ich diese Ecke etwas zurückschneiden. Aber vorsichtig, sodass ich sicher nicht da in die Naht schneide. Also nicht zu nahe an die Naht dran schneiden, denn sonst beim Wenden gibt es dann hier sonst ein Loch. Das mache ich dann halt auch bei allen. Schneide ich das so schräg zurück. Anschließend lege ich mir das so genau aufeinander und streiche hier die obere Kante mit dem Daumennagel flach. Da gibt es so einen Falz, wo ich nachher sehe, wie ich das anlegen muss, dass das auch schön in der Mitte ist. Die Nahtzugabe, die lege ich noch auseinander. Und streiche sie auch mit dem Daumen ein bisschen glatt. So sieht das dann aus. Dann drehe ich das um. Und ich nehme da eine Häkelnadel und forme die Spitze aus. Aber ganz vorsichtig. Also ja, nicht drücken, weil sonst könnte es eben sein, dass zack, die Häkelnadel da gleich oben rauskommt. Und man dann eben ein Loch hat. Also nur sehr mit Gefühl. Jetzt kann ich mir das so hinlegen, dass diese Naht, die ich vorher genäht habe, da genau auf dem Falz in der Mitte liegt. Und dann bügel ich das flach. Ich bügle das immer mit Dampf, aber das macht einen ziemlichen Lärm. Darum mache ich es jetzt halt gerade nur so. Und das mache ich jetzt mit allen meinen 16 Stück so. Das ist halt so, ja, dauert ein bisschen natürlich. Vor allem, wenn man dann mehrere solche Dresden Plate gleichzeitig macht. Wieder schön hinlegen. Und bügeln. Und so mache ich das jetzt quasi mit allen meinen Stücken. Die sind dann so fertig vorbereitet, sodass ich sie dann hier zusammennähen kann. Zuerst lege ich mir dann all die einzelnen vorbereiteten Plates in der richtigen Reihenfolge hin, ne gleich neben die Nähmaschine. Ich nehme mir die ersten beiden Plates, die zusammengenäht werden müssen, und lege sie rechte Stoffseite auf rechte Stoffseite aneinander. Und ich beginne hier mit Nähen. Hier muss ich dann vor und zurück nähen, also trotzdem sichern. Ich lege das halt so genau wie möglich aufeinander. Hier oben habe ich jetzt vor und zurück genäht und da unten muss ich aber nicht sichern.
Den Faden schneide ich dann hier ab. Und so habe ich jetzt die ersten beiden Teile aneinander genäht. Jetzt lege ich es nochmals kurz in meinen Kreis hin, damit ich dann sicher auf der richtigen Seite weitermache. So, dann kommt dann das nächste Teil, das ich hier schön anlege. Und ich nähe das da auch daran. Und so geht das jetzt weiter rundherum im Kreis, bis alle Teile zusammengenäht sind. So, jetzt muss ich den fertig zusammengenähten Dresden Plate bügeln. Ich mache das so, dass ich die Nahtzugaben auseinanderbügle. Man könnte aber auch beide auf eine Seite bügeln. Also ja, das machen die einen halt so, die anderen so. Es dauert, ich denke, das Auseinanderbügeln dauert etwas länger, aber ich finde es, ja, ich mache es eigentlich lieber so. Es kommt vielleicht auch ein bisschen auf das Quiltmuster drauf an, aber jetzt hier sowieso finde ich es schöner, wenn es auseinandergebügelt ist. Aber man kann das so oder so tun. Ich streiche die zuerst alle mit dem Daumennagel auseinander und dann bügle ich die halt alle nach, möglichst so, dass die schon gebügelten nicht wieder umgelegt werden. Und am Schluss, wenn ich dann alle habe, dann wende ich den und bügle ihn halt richtig gut mit Dampf. Für die Mitte des Dresden Plates benötige ich einen Kreis aus Stoff. Für diesen, um diesen herzustellen, habe ich mir eine Schablone aus Karton gemacht, genau in der Größe, wie ich den Kreis haben möchte. Und ich brauche ja außenrum noch einen, quasi eine Nahtzugabe, die sich dann um den Kreis herumlegt. Dafür habe ich eine Tasse gefunden, die in der Größe dann quasi passt. Die lege ich mir hier jetzt auf den Stoff auf und fahre da mit einem Stift rundherum. So. Und dann schneide ich mir das aus. Ich habe hier jetzt meinen zugeschnittenen Kreis, den darauf nähe ich jetzt hier ziemlich weit außen mit einem großen Stich, also mit einer langen Stichlänge. Ich habe jetzt die 5, Stichlänge 5 eingestellt, nähe ich da einmal rundherum. Dazu habe ich wieder mein normales Nähmaschinenfüßchen eingesetzt. So schaut das dann aus. Nun lege ich mir meinen vorbereiteten Kreis, quasi die Schablone aus Pappe, lege ich mir ungefähr in die Mitte auf meinen umnähten Kreis und dann ziehe ich hier an den Fäden der eben genähten Naht
ein bisschen, so dass sich das zusammenzieht. Und sich somit schön um den Karton herumlegt. So, nun bügle ich das fest mit Dampf. Jetzt kann ich das nochmals etwas lösen hier, sodass ich den Karton rausnehmen kann. Und dann lege ich es mir wieder so hin, wie es vorher war. Und ziehe hier nochmals ein wenig an. So ungefähr. Und dann bügle ich das nochmals. Und auch von der Vorderseite. So, jetzt muss ich dann nur noch die Fäden abschneiden. Die kann ich einfach abschneiden. Und fertig ist mein Kreis für die Mitte. Der fertig genähte und gebügelte Dresden Plate wird jetzt auf den Hintergrundstoff aufgelegt und aufgenäht. Ich habe als Hintergrundstoff 4 verschiedene Quadrate zugeschnitten. Diese habe ich in einer Größe von 7x7 Inch zugeschnitten. Man könnte aber natürlich auch ein ganzes Quadrat aus einem Stoff nehmen und das wäre dann jetzt in meinem Fall 13x13 Inch groß. Das spielt natürlich, hängt halt davon ab, wie groß der Dresden Plate ist, den kann man ja natürlich in verschiedenen Größen nähen und wie man es halt einfach haben möchte, wie viel Stoff man auf der Seite noch übrig haben möchte. Den legt man dann mittig auf. Ich habe jetzt ja hier schon quasi ein Quadrat, das genäht ist, weil ich da verschiedene Stoffe genommen habe. Sonst könnte man aber sich das Stoffstück falten auf beide Seiten und dann feststreichen und dann hat man auch die Mitte und auch hier außen hat man die Mitte bezeichnet mit einem Falz. Dann legt man den eben schön auf und ich stecke den mit Stecknadeln fest. Es gibt auch ein, hätte ich eigentlich auch so ein Leimstift, mit dem man das quasi hinten bestreichen kann und dann aufkleben kann. Ja, ich finde, ich kann gerade so gut die Stecknadeln verwenden. Dann stecke ich den rundherum fest. Und dann beginnt dann eben das Nähen, das Aufnähen. Ich nähe die gerne von Hand auf. Man könnte aber den natürlich gerade so gut mit der Nähmaschine aufnähen. Mit der Nähmaschine würde man halt dann hier so knappkantig aufsteppen. Und natürlich würde das viel schneller gehen als von Hand. Ich mache es jetzt aber von Hand. Ob ich dann wirklich alle von Hand aufnähe, das sehe ich dann noch. Und dann fange ich halt da irgendwo an. Für mich geht es das am besten auf einem Tisch. Da mache ich halt hier so kleine Stiche. Ich finde das eigentlich eine schöne Arbeit, ist so ein bisschen meditativ. Wie stricken. Aber es dauert halt. Vor allem, wenn man eine ganze Decke nähen möchte.
So, eine Spitze ist angenäht und wie ihr seht, gibt das eine schöne Kante, die dann halt sich eigentlich schöner mit dem Hintergrundstoff verbindet, als wenn man das mit der Nähmaschine aufnäht. Mir gefällt das halt so viel besser. Dann geht es dann weiter, wenn man rundherum genäht hat, mit dem Kreis, den man dann noch aufnäht. Den Kreis lege ich mir dann auch schön hin, sodass er überall die Enden gut abdeckt. Und ich stecke den dann auch rundherum fest. Natürlich könnte man das jetzt genau ausmessen, aber naja, man kann es auch übertreiben. So. Zum Aufnehmen aufnähen und auch zum anschließenden Quilten, dann nehme ich immer einen ganz hellgrauen Faden. Das ist eigentlich eine gute Farbe fürs Patchwork, die sich gut quasi verschwindet in den anderen Farben. Hier nähe ich dann quasi die durch vier Stofflagen durch. Die zwei vom Kreis, dann der Dresden Plate und der Hintergrundstoff. Und so weiter nähe ich jetzt hier rundherum, bis der fertig angenäht ist. Wenn ich fertig rundherum genäht habe, dann vernähe ich den Faden noch auf der Rückseite. Und fertig ist ein genähter Dresden Plate.